Zum 100. Geburtstag des Skisprungpioniers Sepp Bradl wurden an der Paul-Auster-Leitner-Schanze eine Sonderausstellung und ein Bradl-Denkmal der Öffentlichkeit präsentiert. Der Ausnahmesportler sprang am 15. März 1936 in Planitzer als erster Mensch über 100 Meter. Mit 101,5 Meter setzte Buwi, wie ihn seine Freunde nannten, neue Maßstäbe. Ja, ausgegangen ist in der Kindheit, weil da hat man nicht Seppel oder was gesagt, sondern der Burli, der Bur, Bubi, das Burli. Und genauso hat er ja die Mädi, seine Nichte ist ja auch mit ihm aufgewachsen, zu der haben sie Mädi gesagt, das Mädel, Mädi. Ne? Und so ist der Name schon Bubi. Aber das Buwi mit W geschrieben, das vermute ich, hat er selber irgendwann einmal kreiert, dass das W sein muss, weil es anders ist einfach, denke ich mir. Wir haben nie darüber geredet, er ist einfach bestanden, das muss Buwi sein. Ne? In der Sonderausstellung Mein Weg zum Weltmeister, die 2 Jahre zu sehen sein wird, ist der Weg von Bradl zu seinem Erfolg mit vielen Exponaten beschrieben. Schauen wir einmal, was da zur Verfügung gestellt werden könnte, auch an Objekten, an Pokalen, Medaillen, die man jetzt drinnen dankenswerterweise sehen kann, in Original. Und durch dieses riesige Fotoarchiv habe ich mich halt dann durchgearbeitet, sukzessive und dann die Ausstellung auch zu strukturieren. Das war halt schon für mich eine große Herausforderung auch, dass man jetzt ein bisschen einen überblickmäßig die Schwerpunkte hat, also 100-Meter-Sprung und Weltmeister bis ins Private stark hinein auch. Zur Eröffnung kamen zahlreiche Wegbegleiter, Zeitzeugen und Skisprunglegenden und erzählten die eine oder andere lustige Geschichte über Buwi Bradl. Eine Episode war, dass wir Schanzen präpariert haben, ganz wenig Schnee war und dann haben wir die großen Steine rausgeschmissen. Da sagt der Bubi, die dürft ihr nicht rausschmeißen, die binden den Schnee, hat er gesagt. Wo ich geführt habe, die Schweizer Tournee, und beim letzten Wettkampf habe ich natürlich runtergelacht und habe den Wettkampf dann dadurch verloren. Nicht? Und dann habe ich bei der Siegerehrung einen Pokal gekriegt und dann hat er mir den Pokal weggenommen und hat gesagt, den hast du nicht verdient. 1953 war Sepp Bradl der erste Österreicher, der die Vierschanzentournee gewonnen hat. Daneben war er noch Weltmeister und mehrfacher österreichischer Meister. Ich war nicht am Fuße von der Sprungschanzen und wie ich jung war, 6, 7 Jahre, ist das Ganze schon, die klingenden Namen, was man heute so gehört hat bei der Begrüßung und so, die sind mir natürlich schon in Ohr immer. Und Buwi Bradl habe ich eigentlich die Verbindung auch. Mein Vater hat, wie die Schanzen entstanden ist in Riedingtal, hat er das ganze Material mit dem Traktor eingeführt und ich bin als Bub nebenbei gesessen und habe so das erste Mal das Riedingtal gesehen. Einer seiner Lieblingsschüler war Reinhold Bachler, der mit Sepp Bradl schon fast eine väterliche Beziehung hatte. Ich war ja so viel oben bei ihm. Und der hat sich so bemüht um das Ganze, hat mal wie sein Auto geparkt, dass ich wieder heimfahren konnte, dass ich wieder schnell beim Kurs da war. Also er hat wirklich da alles gemacht. Und das hat mich eigentlich, sein Leben hat mich ja selber auch geprägt. Nicht? Seine Härte und seine Gutmütigkeit. Die Sonderausstellung am Schanzengelände ist Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.